الشوق طال Wir haben eine der ersten Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam lief in der Stadt eines Tages und trifft Abu Bakr. Und Abu Bakr, wie wir wissen, ist der beste Gefährte des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, der beste Muslim nach dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Bakr trifft ihn und fragt ihn so mit unserer Umgangssprache, was geht, Hanzala? Wie geht's dir? Und Hanzala antwortet ihm, ich bin ein Heuchler geworden. Ich bin ein Heuchler geworden. Und Bakr fragt ihn jetzt, was soll das sein? Wieso Heuchler? Was ist mit dir passiert? Hanzala sagt ihm, ich habe bemerkt, wenn wir beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam in der Moschee sind und er uns über das Paradies erzählt, über das Höllenfeuer erzählt, dann sind wir in so einer Situation auf so einem Niveau. Wir machen ein Gebet, wir werden inshallah hier unser Fasten brechen, in einem Bad und das Wasser. Danach gehen wir rauf, um das Maghrib-Gebet zu verrichten. Danach kommen wir wieder runter hier in diesen Saal und essen alle zusammen. Ich danke nochmal für die Aufmerksamkeit. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب